Ja, ich muss wirklich eine bessere Strecke finden für das Ganze. Also, wie wir hierher kommen. Das hier muss gefällt werden. Kommen wir da drauf? Oh, nö. Warte mal. Wir versuchen es nochmal. Nö. Dann müssen wir für jetzt erstmal wohl... nein, das nicht. Mach das mal aus, bitte. Mach das mal aus, bitte. So, und jetzt können wir auch hier mal wieder mit Mycelium rumbauen. Ach nee, da müssen wir ja in die Ausrüstungswerkstatt. Stimmt ja. So viel länger als anderthalb bis zwei Stunden darf ich nicht, weil ansonsten noch die Facecam wieder ausläuft. Und ich weiß ja, dem einen oder anderen bedeutet es so viel, mein gar erfreuliches Antlitz zu sehen. dass ich ganz einfach das nicht mehr den Leuten antun kann, diesen paar Leuten, die da so drauf stehen. Nährstoffinhalator, zwei Stück kann ich bauen. Gib ihm. Und was fehlt jetzt? Ah, Berries, okay. Das ist mir ziemlich klar. Ich glaube, ich muss mal die Biomasse unten in den Biomasse-Generator bringen. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen bauen irgendwie, weil ja, aber ich bin jetzt so daran interessiert, die Kohlequelle da oben aufzutun. Kohle, 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 versteht ihr? Das ist wichtig. Kohle ist Schubdidu und alles mögliche. Alter, ist das viel Biomasse, was ich hier gesammelt habe. So, und da hat Holz, Holz. Mann, ist das viel Holz, Holz. Das kommt wahrscheinlich vom, na, vom Zerlegen der Bäume, okay? Bäume. So freundlich und grün. Ich hoffe, ich rede laut genug. Denn, das fällt mir schon die ganze Zeit ein. Aber nun denn, wir können mal unsere zweite Mörser-Sphere. Bitte, Coffee Stain, mach doch mal endlich was damit, dass das irgendeine Bedeutung hat. Ich finde das nicht gut, dass das keine Bedeutung hat. So. Wir wollten Kupferbleche holen, ne? Wir wollten Kupferbleche holen. Da dürften wir genügend von haben. Dann gucken wir mal, was wir sonst so brauchen. Also Kupferbleche dürften. Sage ich doch hier. Ich hole mal 300 Stück. Und jetzt gucken wir mal, was wir sonst zu brauchen. Wir brauchen, ach ja. Alter, ist das laut hier. Strom. Kohlegenerator. Wir brauchen mehr Kreisel und verstärkte Platten. Also wir haben da zwei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, zwei normale Kohlequellen. Das heißt, wir bräuchten vier Generatoren. Lass mich mal sehen. Was machst du denn da? Dann machen wir das doch so. Gebäude. Dass das nicht sortiert ist hier. Ach, eine Gießerei brauchen wir auch noch. Irgendwann. Weißt du, das ist so unkoordiniert hier, dass ich hier lieber mit dem Strom gucke. Kohlegenerator. Ja. So, nochmal. Kohlegenerator. Wir brauchen 80 Platten. Äh, 31 Rotoren und haben genügend Kabel. Okay. Das sollte gehen. Jetzt hoffe ich, dass genügend Rotoren hergestellt wurden inzwischen. Sie werden immer noch produziert. Das freut mich. Ist wirklich sehr satisfactory, das Ganze. So. Die Rotoren sind genug. Wir brauchen 80 verstärkte Eisenplatten. Warte mal. Was wird hier eigentlich gebaut?
Hier sollen eigentlich verstärkte Eisenplatten gebaut werden, aber es sind keine Schrauben vorhanden. Wir könnten kurz die Schrauben unten anhängen, aber ich will jetzt nicht bauen. Ich mache die verstärkten Eisenplatten lieber von Hand. Wie viel können wir? 7. Na toll. Aber nun denn. Gib ihm. Was geht uns denn aus? Wahrscheinlich die Eisenplatten, ne? Kollege Minecraft. Satisfactory. Kollege Minecraft. Kollege Satisfactory, das kriegen wir alle auf die Kette hier. Nee. Ich wollte ja eigentlich auch noch diese Fixit Shop und Sink und so weiter machen. So, hier dürfte. Ja, hier läuft alles über. Mit so einem Kram. Und es kommt immer noch was rein. So. Ach, das wird alles noch so katastrophal werden. Aber jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass wir unsere neue Gegend angebunden kriegen. Das sind bei weitem noch nicht genug. Jetzt gehen uns die Schrauben aus. Geilo, ne? Die Frage ist jetzt, wahrscheinlich sind die Schrauben genau abgezählt, ne? Also hier drüben die. Ja. Gut. Dann müssen wir einmal runter ins Schraubental. Weißt du was? Dann machen wir das doch gleich so. Warte mal. Wir haben ja eine mobile Werkbank, ne? Und wir haben sogar eine unten stehen. Ich will jetzt nur nicht den Fehler machen, dass ich da runterlaufe und bestimmte Dinge nicht dabei habe. Aber es sieht so aus. Warte mal. Immer die falsche Taste. Logistik ist es nicht, ne? Es müsste Produktion sein. Wasserextraktor. Ja, also wir sollten alles da haben, um die Dinge zu bauen, die wir bauen wollen. Bis auf die Schrauben. Die sind jetzt, aber ich glaube mal, Schrauben müssen wir uns keine Sorgen machen, ne? Da sausen sie nämlich gerade wie im Sauseschritt nach oben. Ja. Ich denke mal, wir müssen uns darüber keine Gedanken machen. Da ist eine Werkbank. Und verstärkte Eisenplatten. Können wir jetzt 57 machen? Ja. Wollen wir das denn? Also 80 bräuchten wir eigentlich so knapp. Oh, nee, wir brauchen 80. Stimmt. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Ach, wir haben eine Werkbank dabei. Das ist kein Problem. Nur, dass wir genügend Material dabei haben. Nicht, dass es daran krankt. Oh, ich habe ja so gar keinen Bock, das Ganze von Hand zu machen, aber it's what he said, ne? Hab jetzt gar keinen Bock, das alles von Hand zu machen. Ich sag's nur nochmal, das hier ist kein Kinderkanal. Alles auf eigene Gefahr hier. Ja, also wir haben da oben ja auch Eisen. Wir haben da Eisen und wir könnten dort auch eine Fabrik aufmachen und dort auch was bauen. Irgendwas halt. Irgendwas Seltsames. Und dann würde ich die Stahlproduktion hier auf unser Hauptplateau verlegen. Zusammen vielleicht mit einem riesengroßen Lager- und Verwaltungshaus. Der Hub und der Weltraumlift ziehen um. Das habe ich schon beschlossen. Oha. Ja, was fehlt denn? Eisenplatten. Ich fasse es nicht. Ausgerechnet fucking Eisenplatten. Hatten wir da hier nicht noch irgendwo so ganz... Ich habe irgendwie so eine leichte Erinnerung, dass da was war. Ich glaube,
Dann müssen wir das Förderband drauf. Da, guck mal. Aha. Dann werden wir die auch langsam los hier. Ich nehme mal 500 raus. Zack. Ach, läuft das alles gut heute. Also am Anfang habe ich ja hier so ein bisschen mal wieder gekränkelt. Und ich sage ganz klar, ich bin niemals werde ich ein super Effizienzmonster in Satisfactory sein. Dafür bin ich ganz einfach zu honkig. So. Wir fahren mal ein bisschen Auto, würde ich sagen. Nicht mal die Hälfte des Kraftstoffs verbraucht. Digga. Ist das da vorne ein Gegner? Nee, das ist ein Busch. Ich weiß nicht, manche Fahrzeuge, habe ich gehört, werden von Gegnern nicht angegriffen. Ich weiß nicht, ob dieses hier angegriffen wird oder nicht. Ich habe übrigens vergessen, das Beacon zu setzen oben, was ich eigentlich hätte machen sollen, ne? Hey, Opel Fritze, willst du mal überfahren werden? Da oben hängt noch eine Schnecke. Da sind Birnnüsse. Momentan bin ich eigentlich mehr auf die Bären aus, auf die Paleo-Bären. Bären mit Ä. Ach, was haben wir denn da? Warte mal. Bleibst du mal bitte stehen? Ich habe etwas entdeckt, das möchte ich gerne haben. Uah, dieses Geräusch von dieser Waffe. Boah, Alter. Hey, Opel Fritze, geh aus dem Weg. Du stehst der Zukunft im Wege. Das ist ein Gegner? Ich sehe überall nur noch Gegner. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob ich den richtigen Weg finde. Uah. Sieht so aus. Was da unten ist, der Wasserlauf. Oh, Entschuldigung, Baum. Ich glaube, ich muss meine Säge holen. Also Leute, das macht richtig Fun. Ich glaube, ich muss da runter. War es so? Ist ja alles noch viel zu grün hier. Wie hat Gronkh gesagt, Natur ist was für ein Ofen. Oh, ja, das kenne ich hier. Hier bin ich schon mal gegen gefahren. Aber dieser Opel Fritze will mich wirklich ärgern, ne? Da hinten blinkt die Zivilisation durchs Geäst. Hau ab! Alter. Suizidale Riesenzecke, suizidal. Suizidale Riesen. Warte mal. Halt mal kurz an. Ich möchte dem hier mal was Gutes tun. Nein, dem nicht. Tut mir leid. Pfahl. So, hier nimm mal Biobrennstoff. Ich sagte, nimm mal Biobrennstoff. Jo. So, es ist Nacht im Dschungel mal wieder. Ah, Kaffeerülpse. Manche Dinge ändern sich nie. So, wo ist denn? Hier ist ja immer noch viel zu viel Grün. Angst im Dunkeln im Dschungel. Halt mal an. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Wasserpumpe ans Gehen kriegen. Wasserextraktor. Ah, guck mal. Wunderschön. Wunderschönes Wasserextraktor.
Machen wir es so. Was ich mich jetzt frage, ist, wie ich die Verbindungen mache. Also erstmal brauchen wir hier sowieso hier draußen irgendwie einen Biomasse-Generator. Ach, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich den noch bauen muss. Wahrscheinlich fehlt dafür jetzt irgendwas. Nö. Glücklicherweise mal nicht. Das hatte ich jetzt eigentlich vor. Ich wollte Biomasse dort reinfüllen, aber das geht anders. Das geht anders. Beton benötigt. Willst du mich verarschen? Weißt du was? Ich lass mich hier doch nicht zum Hans Wurst machen, weißt du was? Da gehe ich doch glatt mal her. Warte, lass mich mal sehen. Bisher haben wir. Ach, das ist ein Mycelium. Also, da fahre ich hier extra in den Dschungel und dann vergesse ich das Wichtigste. War hier hinten nicht Kalkstein, Limestone? War dem nicht so? Nö. Also hier das zumindest nicht. Was ist das? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Will aber auch nicht zu weit in den Wald reinlaufen, weil es eben Nacht ist. Für Biomasse ist immer Zeit. Alter, warum habe ich den Beton vergessen? Nee, ich glaube, ich sollte hier nicht so wild in die Gegend laufen. Dachelnüsse. War doch irgendwo Limestone. Soviel ich weiß, sogar ein anbohrbares Vorkommen. Halt die Schnauze, Opel-Fritze. Dieses Geräusch von dem Teil. Ich sollte solche Geräusche nicht ins Mikrofon machen, die werden 100.000-fach verstärkt. So. Warum finde ich das Limestone-Vorkommen nicht, das hier in der Nähe war? Oh. Hallo. Kollege Schnürschuh. Hier, nimm mal eine neue Waffe, guck mal. Ach so, die kennt ihr ja schon, alles klar. Ich wollte dir nicht wirklich was tun. Das war. Ah, da hinten ist ein bisschen Limestone, so eine Mini-Ader. Okay, nehmen wir die auch mit. Na, mach schon. Nicht genug Platz. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Schnell kann es geschehen. Ich wollte ja sowieso hier bauen. Also insofern, warum habe ich keinen verfickten Beton mit? Weißt du, was ich dann mache? Wir haben ja sowieso hier schon fast alles in unserer kleinen Dschungelbase. Dann bauen wir doch hier einfach mal eine persönliche Aufbewahrungstruhe hin. So hier da. Zack. Wie zu Hause. Nur ohne Hub. So. Pass auf. Halt. Da packen wir erstmal das rein. Kohle hier ist nicht wirklich notwendig, dass wir die mit uns rumschleppen. Auch ein paar von den Metallrohren kann man weglegen und ein bisschen von dem, ein bisschen, halt, nein, das will ich nicht, das will ich mit nach Hause nehmen.
Das hier kann aber weg. Das ist wirklich nicht nötig. So, und ich denke mal, dann können wir auch wieder, ne?